Schreibt, was euch bewegt, ist seit 2007 das übergreifende Motto dieses Wettbewerbs, ausgeschrieben für Lyrik, Prosa und Kurzdramatik. Ein Wettbewerb, der erst sachsenweit begann und sich jetzt ausstreckt über 5 Bundesländer. In diesem Jahr waren Sachsen dabei, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg. Circa 160 Einsendungen gab es dieses Jahr und sämtliche Texte bekamen die 12 Juroren zu lesen. Ja, das macht Spaß. Man bekommt einen riesigen Reader und kann sich Texte durchlesen. Man darf die Texte beurteilen und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Letztendlich war es die Vorgabe, aus diesen Einsendungen 10 Finalisten zu ermitteln. Vater strich über die Zigarettenschachtel auf der Brüstung, nahm eine Olive aus der Schale und warf sie in den Mund. Und schließlich Auftritt des Superhelden, der mich ignoriert oder beiseite schiebt. Ich studiere tatsächlich auch Literatur, Komparatistik an der FU und würde gerne auch dann dementsprechend in der Branche arbeiten. Nicht fallen zu können, das muss gut sein, denkt sie sich und richtet sich auf, beobachtet den Schlafenden, hört seinen regelmäßigen Atem in seiner Bewegungslosigkeit zu. Da sitzt man da. In irgendwelchen Zügen und fühlt sich, als verlasse man das Land. Ich schreibe schon seit ich 16, 17 bin. Irgendwie. Es war, glaube ich, so Pubertät, so irgendwelchen Weltschmerz verarbeiten. Dein Parzellennachbar ist aufgestanden, läuft auf und ab beim Telefonieren. Das tut er immer, soweit das Kabel reicht. Er macht dich nervös. Telefonnummern und Adressen und alles konnte ich mir auch immer merken. Da kann man sich wenigstens ein bisschen zurücklehnen, wenn man überhaupt etwas kann. Und das tat ich dann auch. Ich habe irgendwann angefangen, mit 11 oder 12 irgendwelche kleinen Geschichten zu schreiben. Über Goofy und so, irgendwelchen Quatsch. Und dann über Songtexte irgendwie zu Kurzgeschichten gekommen. Boah, ich will nicht sagen Langeweile, das natürlich. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat und wenn man dann Lust hat, irgendwas von sich zu geben, aber niemanden findet, der zuhört, dann kann man das auf Papier voll gut draufschreiben. Und gehen und kommen und verschwinden und produzieren neu und werden suspendiert oder lanciert oder werden empfängnisverhütet oder alles. Und wir in der Mitte in einer U-Bahn-Schachtanlage nicht wissen, wo oder was, wieso, hupen wir in die Luft und schnalzen und kriechen und ulken und lächeln und sind so lach gefaltet, dass wir einfach glücklich sind, zu sein und Menschen. Ihm genügte das. Er zog die Kleidung vom Vortag an und legte sein Pyjama auf einem Stuhl zusammen. Dann lenkte er seine Schritte zur Kinderzimmertür. Seinen 3. Geburtstag feierten sie mit Kerzen. Sie knieten nieder, träufelten etwas Wachs auf einen Pflasterstein und stellten ihr Licht zu den 1000 anderen. Ich muss einfach schreiben, so wie viele Poeten es sagen. Einfach Gedanken ordnen, neue Gedanken fassen. Auseinandergesetzt. Ich vergaß mich, Geliebten. Wir haben uns die Liebe geschworen. Aus. Wir casten uns zu lieben. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe selbst das erste Mal vorgelesen auf einer Bühne. Was mir auch voll Spaß gemacht hat, nicht nur Texte zu lesen, sondern auch Texte zu hören und die Leute kennenzulernen, die hinter den Texten stehen oder sitzen. Wir sind ganz froh, dass wir als Autoren selber nicht abstimmen dürfen oder müssen, weil wir uns auch gar nicht entscheiden könnten. Also es war ein ganz tolles Erlebnis. Thank you.
hat es heute gut gefallen. Vor allem die beiden Bands gefallen mir sehr gut. Also jetzt habe ich mich eigentlich extra nochmal damit beschäftigt, wie die Band wirklich hieß. Molin. Also die Texte nochmal gehört zu haben, das war nochmal eins obendrauf, nachdem ich ja die Texte bisher nur, das heißt nur, von, das sind ja immerhin renommierte Schauspieler, die es gelesen haben, aus diesem anderen Blickwinkel gehört habe. Und jetzt vom Autor selbst, also es war fantastisch. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, dass uns die Geldgeber und Förderer, die das bis jetzt gefördert haben, weiter gewogen sind, dass wir es weitermachen können, dass wir vielleicht noch ein paar hinzugewinnen können, um ja, das dann zumindest erstmal deutschlandweit machen zu können, was eben momentan gerade so für die 5 Bundesländer reicht.